Ich stehe hier mit Naomi Meyer. Sie hat letzte Woche hier im Allee Center den Titel Miss Remscheid gewonnen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und hat sich was in Ihrem Leben seit diesem letzten Samstag was verändert? Also ich habe mich beworben bei Miss Germany Corporation, wurde dann halt hier nach Remscheid eingeladen zur Misswahl. Hat sich bisher nicht so viel geändert. Also ich habe ein paar Anrufe bekommen wegen Fototermin, sowas halt, aber ansonsten alles beim Alten. Das hört sich ja schon mal schön an. Wie ist es, wenn man dann hier auf einmal auf der Bühne steht, an so einer Misswahl teilnimmt? Es waren ja 8 Mädchen dabei. Ist man dann nervös? Super nervös, ja. Also ich habe vorher noch nie sowas gemacht. Das war meine erste Misswahl, überhaupt erste Mal auf dem Laufsteg oder so. Also ich war super aufgeregt. Es war ganz schlimm eigentlich. Und die anderen Mädchen waren alle einfach, die haben viel Erfahrung gehabt. Die sind super hübsch, super lieb, haben auch gute Ausstrahlung, alles. Und ich hätte es halt nicht erwartet. Und dann war ich total aufgeregt. Das war ganz, ganz schlimm. Und im Umfeld wussten Familie und Freunde Bescheid, dass sie an so einer Misswahl teilnehmen oder eigentlich gar nicht? Nee, gar nicht. Also ich habe es niemandem erzählt. Ich wusste es ja schon eine Weile vorher natürlich. Ich habe es niemandem erzählt, nur meine beste Freundin, die wusste das. Sie hat mich dann auch begleitet hierher und unterstützt und sonst wusste es bis dahin niemand. Ja, wenn man dann so eine Misswahl gewinnt, jetzt geht es ja weiter für Sie. An was für eine Wahl nehmen Sie denn jetzt teil als Miss Remscheid? Ich wurde jetzt eingeladen zur Miss Mitteldeutschland-Wahl, die ist am 4.11. in Jena. Dazu bin ich jetzt eingeladen, da werde ich dann auch hinfahren und wenn das nicht klappt, gibt es halt noch die Miss NRW-Wahl, ist im Anfang Dezember, meine ich, und dann mal schauen, wie das wird. Genau, und da muss man ja fragen, als Miss Remscheid, geht man da hin, um nur teilzunehmen oder will man jetzt auch ein bisschen mehr, ich meine, hier steht ja schon Europapark groß drauf, will man dann auch bei der Miss Germany-Wahl dann auch teilnehmen? Natürlich will man das. Wer sagt, er möchte es nicht, der lügt, der ist nicht ehrlich. Natürlich will man das. Also ich bin da jetzt nicht, dass ich irgendwie denke, ich würde noch Titel abräumen, ganz ehrlich gesagt. Aber natürlich will man das. Das ist klar, ja. Wäre schon schön. Sie kommen ja hier nicht aus Remscheid, sondern kommen ja aus Bonn. Gibt es jetzt eine Beziehung zu einer Stadt oder bauen Sie jetzt eine gewisse Beziehung zu der Stadt auf, da Sie ja auch sozusagen die Stadt repräsentieren als Miss Remscheid? Ja. Also ich habe das auf jeden Fall vor. Ich habe das auch direkt nach der Wahl, habe ich das auch schon gesagt. Das ist auch ganz wichtig meiner Meinung nach, weil ich halt den Titel der Stadt trage. Und deshalb werde ich das auf jeden Fall machen. Ich werde öfter nach Remscheid kommen und mir alles angucken und genau, mal kennenlernen. Ja, toi 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 nochmal und herzlichen Glückwunsch. Danke. Zum Sieg. Und vielleicht sehen wir ja Naomi Meyer des Öfteren jetzt in Remscheid, in der Stadt, wie sie hier rumläuft. Sie ist nämlich momentan die Miss Remscheid.